Das war das Commentary Hallo, in Pokémon damals wahrscheinlich. heute Ja, stimmt, das kann sogar sein. 7 Leute bei Mira. Mehr gibt's nicht zu sagen. Los Reicht geht's. jetzt leider nicht, aber gut. Ja, doch, ja. Also 5 Minuten reinhalten dürfte wohl drin sein. Moment Ich frage mal. mal nach. Also, ich unterbreche diese Sondersendung für eine Sondersendung und zwar die Sau Langton ist gerade verreckt. Ich weiß leider nicht genau wo. Und zwar war der Report-Button aufgeploppt, als ich so Richtung Decontamination gerannt bin. Okay. Ja, und Die ich habe auch schon Frage ist, jemanden wie du? gevotet, genau. Ja, wenn das. Wenn Ja, guck mal in den Chat. Der Alter, Brüder, das wissen kann die. Fabi wieder nicht Das richtig, kann also überhaupt kann nicht sein, Alter. Ich bin zuerst hochgelaufen und dann kam Fabi danach. Fabi. Ja gut, also für mich ist der Fall klar. Was ist denn für ein Fall? Ja, Fabi ist es Wir nicht, gehen weil nicht er mit der rechtlos Alternative. rausgeschmissen hat. Ich glaube nicht, dass Schwammer Self-Report, also bleibt für Ich mich bin nur ja noch einer tot, dann tut übrig. es mir leid. Warum sollte Schwarm nicht Geld reporten? Glaube ich nicht, ich schätze ihn nicht so ein. Er spielt ja schon lang genug mit. Also ich denke schon, dass er auch mal. Ja, seit Folge 47 oder Mann, sowas. jetzt weiß ich. Ich hab keine Ahnung. Also ich spiele Ich hab's tatsächlich ganz mit seit gehört, Folge 1 genau. und war immer dabei in jeder Folge. In Arschgebumste jeder Hand. Folge. Ja. Krass. Warte, bei jeder Session oder bei jeder Folge? Bei jeder Die Bälle Folge. war mein Leben. Das ist doch das Ich glaube, jetzt schon eine bei 4 oder Teilmenge des 5 anderen Minuten. Langton. Das kommt doch Mann, sogar in Folge 1 schon vor, wo sich einfach die Grundschüler gegen King Bob erheben und ihn Blödmann nennen. So richtig eiskalt. Ja? Da muss man auf Instagram den Account unterstrich Mastschwein unterstrich anschauen. Oh Gott, ist das der Typ, der da so zwangsgemästet wird und eigentlich schon. Hallo. Will ich mir das angucken oder ist das eher so Masochismus dann? Der Autismus kickt. Ja, ich freue mich schon, das random reinzuschneiden ohne Kontext wieder. Also das. Aber auch in dieser Pool-Szene, wo sie da erst mega sexy sich regelt auf dem Schwimmbrett reinspringen will, und dann klammert sie sich an Sprungbrett. Ich sag doch, ich habe gefühlt 90% in der Vermutung, wer es ist, und der ist es dann auch am Ende. Ja, meine Drake and Josh Knowledge ist leider nicht so ausgeprägt wie die Hatte von die Lehrerin nicht irgendwie so ein Aufsteller von irgendjemandem? Raus aus meinem Land! Bitte. Ab nach Österreich mit dir! Ey, jetzt bin ich automatisch weiß, obwohl ich nicht mal meine Aber Farbe vielen geändert Dank habe. auch, Was zum Alter. Nur Fick? wegen dir sterben wir alle. Und Danke geh ja mit für Schwangerschaft mal eine Runde Aber spielen. ich war auch damals das in Ischgl. Vor einem Jahr. Du wirst sterben! Wir werden alle sterben! Gibt es bestimmt so eine Dokumentaraufnahme irgendwie aus Ischgl vom ersten bekannten Fall. Ist einfach Fabis Fresse drauf. Auf dem Bild. Wer grinst in die Kamera an? Ich bin's. Oh. Das siehst du mal, das ist schon Man tot. braucht Karma. Der Kobi fordert die ersten Opfer. Es wird Zeit. Oh. Was? Also wirklich? Okay, ja. Super gemacht, Captain Hero. Danke. 54 Mäuse. Oh, scheiße. Dafür, dass du Player zu gemacht hast, mit dir Sex zu haben. King Bob Cringe. King Bob Cringe. Ich will nicht mal auf einen Imposter stellen, wenigstens. Ich finde, das macht irgendwo mehr Sinn bei 7 Leuten. Ich kau dir gleich dein Maul ein. Ja, ist in Ordnung. Wenn's recht ist. In Ordnung. Nein. Ja, mein Penis. Was? Mein Penis, ja? Bitte? Er wollte nur mal seinen Penis erwähnen. Kann nicht sein, Medizin ist modern geworden, mein Freund. Oh shit. Die Leiche lag beim Y-Gang und Danny war relativ in der Nähe, ist also quasi Leiche lag mittig und Danny ist in der Nähe gewesen und ist den Y-Gang nach links unten weggelaufen. Obwohl ich der Meinung bin, man kann die Leiche sehen im Bildschirm. Ich habe die Oma von Schwammbob in der Nähe mit dem Rollator langfahren Ich war zu fasziniert von dieser medizinischen Technologie, die heutzutage möglich ist, von wegen Penisspenden. Wenn es wirklich möglich ist, dann würde man dafür Geld bekommen, das wäre ja richtig das Luxusgeschäft.
Dann ist so ein paar Meter, könnte ich sogar herstellen von mir. Das sind wir dabei. Oh shit. Das ist der neue Distrack gegen Alligator. Bei mir läuft er heute ganz gut bisher, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Also ich habe eine deutlich bessere Quote Alligator als sonst bei dem Map. Ein echter Alligator. Oh. Du bist ein Krokodil. Damn, bro. Genau. Ja, ich habe schon diesen Scheiß. Moment, ich erzähle das erstmal. In Latein hatten wir so eine Lehrerin und die ist immer mit so einem am Anfang jeder Stunde mit so einem Krokodil rumgelaufen, dann mussten die Schüler das immer machen. Und von dem, der zugeschnappt hat, der musste den englischen Vokabeln aufsagen. Oh Gott. Alter. Das ist ja mal richtig kreativ, das feiere ich sogar. Also als Opfer nicht, aber. Alter. What? Ich wette jetzt schon wieder, die mich gewollt haben, waren. Das ist alles zum Kotzen. Okay. Nein, tatsächlich nicht. Oh, die hübsche junge Mann. Ich bin Cheater. Was bist du, Cheater? Ich bin der Cheater von der Rolle her. Ja gut, dann fliegst du jetzt raus, weil Cheater werden nicht geduldet hier. In meiner Freizeit fotografiere ich gerne Lokomotiven. Ey, ich frage mich echt, ob Oli mal sich irgendwie vorab vor jeder Session hier nicht 50 Sprüche aufschreibt und die dann einfach bringt. Ja, okay. Was voten wir jetzt? Achso. Ich habe Fabi gewonnen. Fabi ist mal eine gute Idee. Ich würde sagen, wir voten auf jeden Fall einen neuen König. Es war halt echt Fabi, das kann doch nicht wahr sein, ey. Läuft heute, muss ich sagen. Ich mag das heute bei Mira. Ja, genau. Was ist denn los? Wenn du betrunken bist, machen will wir Mira sich bei mir revanchieren, oder was? Jemand... Ich bade in einem Eimer Hasenscheiße. Nee. Die natürlich, I'm sorry. Ich kann mich immer noch nicht ganz dran gewöhnen. Ich habe gerade zweimal den Silent Sestas verkackt. Vielen Aff dafür und wir nichts. Nein. Also, ich kann das von vorhin zurückgeben. Ich habe da rechts unten, also auf dem Balkon, da bei dem bei diesem Task, wo man 5 Sekunden warten muss, da lag der Guru. Und ich habe King Bob da in der Nähe gesehen. Also auch so auf dem Balkon, halt links davon. Und er hätte bestimmt die Leiche gesehen. Ich denke, er ist von der Leiche weggegangen. Nee, ich bin durch die linke Tür gelaufen und bin zum Schießtask gelaufen. Und der Gang ist ja relativ breit, da ist bei mir nicht mal ein Report-Button dann gewesen. Ich hab dich aber rechts von ja, der Tür und? Ich hab dich aber rechts von der Tür gesehen. Behindert dich jetzt diese linke Tür dran, die Leiche zu sehen? Also das kam mir gerade so verdächtig vor. Toll. Dumm gelaufen! Nikola Tesla, was a fraud. Es gibt so IRBs, wo es klar definiert eine Seite gibt, die übelst Überhand genommen hat. Und bei Nikola Tesla und Thomas Edison ist ja. Ja, da haben sie es doch versucht, wenigstens. Wo? Vom Rektor weiß ich jetzt nicht, dadurch war bei Danny halt. Ich wollte zurückkommen, weil der Bild. Vote Langton! Hä, was? Warum votet ihr mich? Warum nicht? Das von Olimar klang relativ genuine. What? Deswegen... Ich hab den Oxygen oben rausgegeben. Mann! Huh. Egal, ich hab's gefickt, habe ich. Weil ich ein genialer Reddit-Autist bin und ich hab mich alle nicht verschaut. Okay. Brown. Die Leiche lag bei der Kabeltask vor Decontamination im Locker Room und Braun ist gerade reingekommen in den Reaktor. Braun? Ja, das können auch Rot und Weiß teilweise bezeugen. Ja, wollte mich halt. Ich bin Imposter, aber ich war der König. GG. Das ist eine absolute Frechheit. Bringt ihr auch kein Tablet? Danke schon. Warum? Ich wollte gerade den Kill. Wir haben Kill Cooldown? Ja. Genau. Du bist doch das reinste Dreckschwein, was es überhaupt hier gibt. So, ja, wenn es ein Zweifel, die haben es doch beide bestätigt, dass wir zusammen waren. Du hast doch selber gesagt, wird es nicht mehr. Oh, ich krieg jede zweite Runde heute, jede zweite Runde, Mann. Jetzt macht mal den Recherche-Modus aus und konzentriere dich auf die Aktion. Den Gummimode an. Und konzentriere dich auf den nächsten Kill, ja. Ich könnte ja Rubenkopf töten. Danny Kuhn. Ja, alte Zeiten.
Danny cool. Danny cool. Nee, eher Danny uncool. Boah, Alter. Aua, der hat wehgetan. Arschficken. Noch mehr Atlas und Geräusche. Wieder. Ihr Zugang zu meinem ID-Top wurde auf der fehlgeschlagenen Login-Versuche besperrt. Ja, was weiß denn ich, was mein Passwort ist, ihr Mücken? Dein Passwort ich hab ist... Ich habe hier eine Task, Digga. Oh, das ist nicht der irgendwo Report, Digga. Wo ist denn die Leiche, Mann? Also ich bin ja der Meinung, Langton hat jetzt zwei Runden verloren und möchte sich zur Altbewertung zurücksetzen und hat self-reported. Das könnte sein, durchaus. Warte, ich frage ihn mal kurz. Gibt das Langton? Ja, spannend, ich habe self-reported. Okay, ja, Langton los. Oh, gut. Ja, dann ist ja gut. Ey, du hast dein Keckboot doch schon verbraucht, denn. Es war ja ein echter Boot. Also ich so, hab ja gewonnen. Ja auch. Oh. Oh. War es ja gar nicht. Oh, deswegen habt ihr beide gewonnen. Was? Ja, der Trim setzt sich fort, ne? Eine Runde Imposter, eine Kumpel, das heißt, eine Imposter, eine Kumpel. Immer schön im Wechsel hier. Das Beste war einfach in seinem... Club Mate auf Hitbay. In seinem Video von gestern, davor hat er ein Video gedroppt, wo er wieder mal einen Brief bekommen hat, wo er angeschissen wurde, dass er andere Klemmbausteinsets irgendwie nicht als Lego bezeichnen darf. Klemmbausteine? Ja, Klemmbausteine vor allem. Weil er in seinem neuesten Video irgendwie gesagt hat, ich darf das nicht als Lego bezeichnen, also könnt ihr sagen, das hier ist nicht Lego, denn das hier ist tatsächlich gut oder so. Das ist richtig geil. Oder das hier ist nicht Lego, weil das ist nicht scheiße. Ja, schon nice im Hintergrund hat er jetzt überall irgendwie, glaube ich, so solche Post-its ja, so gemacht. Sticker. Nicht Lego genau. Oder so. Nicht Lego. Ja, also Rot und Weiß haben sich gescannt. Also ja, erstmal genau. Cringe liegt im Y-Gang rechts vor der Cafeteria. Also Rot und Weiß sind außen vor. Und Grün hat eine Urinprobe abgegeben, die bestätigt, dass er Crewmate ist. Das heißt, es kommt noch in Frage. Servatre, Forenkopf und der Google. Also ich habe den Covid-Test negativ bestanden, das heißt, ich bin es auch nicht. Na gut. Gut, also langsam kann es für den Mord ja auch nicht sein. Weil er ja auch bei uns Medbay uns beobachtet hat. Na gut. Richtig. Seid ihr zusammen? Achso, nee, stimmt, der ist ja dann, du bist, warst ja schon da bei den. Ja, aber jetzt berechne mal die Zeit. Das kann ja nicht sein, dass es ein Self-Report ist, weil dafür ist die Zeit eindeutig zu kurz gewesen. Ich hätte nicht gleichzeitig killen und dann reporten können. Das wäre ja viel zu viel. Ja, natürlich. Macht Sinn. Na klar. Aber eigentlich als Imposter guckst du ja auch nicht unbedingt, wer es kennt jetzt. Und wenn, dann würdest du ja versuchen, dann einen von denen zu killen und jemand anders, weil es könnte sich ja dann immer mehr decken. Naja, als Imposter würde ich auch schon versuchen zu gucken. Ich denke halt meistens nicht dran, wer es halt nicht in Frage kommt, um mich halt als Saubermann zu verkaufen. Keine Ahnung, als Imposter. Aber ja, ich würde die ganze Zeit darauf irgendwie möglichst viele Leute in kurzer Zeit zu killen, da interessiert mich irgendwie null die Taktik dahinter. Scheiß mal darauf zu beobachten, wer jetzt Map-Base-Rennen gemacht hat. Naja, wenn jetzt am Schluss, also ich meine, jetzt können zum Beispiel Drenki und ich können uns decken, dass dann am Schluss ein Imposter noch übrig bleibt und jemand von uns gekillt hat, dann wissen wir, wer es ist. Das ist ja schon auch sozusagen eine hilfreiche Info. Aber... Habt ihr schon mal einen Covid-Test gemacht? Mit dem Stäbchen ins Nasenbein rein? Gott sei Dank. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hat das Einfluss darauf, wie viele Viren man hat?